Ich bin echt wirklich so blind. Ich hab das nicht gesehen. Das ist. Boah. Nein, ich. Irgendwie finde ich das irgendwie komisch, warum ich das nicht gesehen habe. Ja. Aber, ganz ehrlich, wie kann man denn so eine Denkweise vor allen Dingen haben, dass man sich in Videospiel, ja, sich ja angeblich blöd anstellt und ja, das ist dann halt langweilig rüberkommt. Das ist so Quatsch, so eine Denkweise habe ich nicht mal. Ganz ehrlich? Nee. Und wenn man es blind spielt und das nicht kennt, dann ist es blind. Ja? Und dann spielt man auch ein bisschen so. Dann stellt man sich auch ein bisschen dämlich an. Dann ist, das gehört zum Videospielen dazu. Ja, das ist halt so. Da kann man nicht mit so einem Argument kommen, von wegen so sagen, ja, ja, man muss ja denn, das Schlimme, was ich bei solchen Leuten irgendwo ganz schlimm finde, ist denn bei Videospielen wie diesem oder bei anderen, gewisse Dinge auf einmal anfangen, logisch zu denken. Das ist dumm. Ja, wirklich, kein Mensch denkt logisch bei irgendwelchen Videospielen, sondern man spielt, um Spaß zu haben, nicht logisch zu denken. So. Das ist schon mal das eine. Und das zweite, ja, dass man halt, das regt mich so auf, so eine Aussage, ja, die kann man doch nicht treffen. Nee. Naja, egal, ich will auch nicht drauf weiter eingehen, das regt mich auf, wenn ich so schon mehr sehe. Ja, und dann auch so zu sagen, ja, das ist langweilig rüberkommt, ja Leute, dann seid ihr hier falsch. Tut mir leid, aber dann seid ihr wirklich falsch. Dann habt ihr in meinen Augen keine Ahnung, was blind heißt. So. Ne, so regt mich auf. Zu Recht auch. Müssen wir mal bei Astral reingucken, der hat mal so ein Video gemacht und ich finde seine Schlussfolgerung und sein logisches Denken finde ich fragwürdig. Tut mir leid, aber finde ich fragwürdig. Da kann er sich da auch irgendwo so ein bisschen angepisst fühlen, aber trotzdem, ja, ist das meine Meinung. Punkt. Ja, man muss da nicht so denken, ja, dass man gewisse Spiele abbricht, nur weil man da nicht weiterkommt. Nee, ich breche in meinem Falle nur Spiele ab, wo ich mir denke, da hat man keine Lust mehr drauf. So. Und das zweite? Vor allen Dingen so das zweite so, was mich da stört an seinem Kanal, ist nichts gegen ihn. Ich finde ihn ja ganz cool und so. Er macht wirklich gute Videos. Aber dennoch, man muss doch nicht so eine Aussage treffen. Nee, nie im Leben. Meine gewisse Spiele sind ja ganz cool, die man auch weiter führen möchte. Aber in einem Videospiel gehört nicht immer logisches Denken und ja, man muss es sofort können und dies und das, das ist Quatsch. Zu einem Spiel gehört auch mal, dass man sich blöd anstellt, dann ist das halt so. Ja. Deswegen, so kann man nicht treffen, so eine Aussage finde ich. Ich finde, teilweise kann ich ihm auch einfach nicht zustimmen. Das ist halt so. Meine, okay. Das klingt jetzt zwar, dass ich darüber lästere, aber trotzdem, es ist persönlich meine Meinung. Ja, was Videospiele angeht. Und deswegen, ich finde, er hat einen ziemlich toppen Kanal. Schaut mal bei ihm vorbei, abonniert diesen Kerl mal. Der macht gute Videos. Aber trotzdem, das wollte ich auch mal gesagt haben, wo ich das gestern bei ihm gesehen habe. Ja, und sonst, ja. Wer weiterhin meine Tomb Raider Videos schauen möchte, sollte diesen Kanal abonnieren, einen Kommentar da lassen und natürlich einen Daumen nach oben, wenn es euch gefällt. Ja. Auf jeden Fall, ich habe es mal auf Screen hier abgesucht, hab's gefunden. Ja, und ich war so doof und hab das nicht gesehen, dass hier ein Schalter ist. Gott sei dämlich. Ja. Das habe ich nicht gewusst. Darum spiele ich ja gewisse Sachen, die ich nicht kenne, blind. Nur aus diesem Grunde. Das war so klar, ey.
blöder Hund. So, und hier müsste jetzt der Schlüssel eigentlich rumliegen, oder? Täuscht mich da. Ich mach mal Fackel an. Der müsste jetzt theoretisch hier rumliegen. Ah, hier. Ich hab ihn gefunden. Oder ist er das? Ja, ist er. Sehr gut. Oh, jetzt können wir nämlich mal zurückkehren. War da jetzt noch was Besonderes? Irgendein Medipack? Nee. Oh, nö. Nö. Stimmt einfach. Alter, den habe ich gar nicht gesehen. Ja, kannst du... Oh, bitte. Och, Lara. Ey, ohne Scheiß. Was ist denn mit dir nicht richtig heute? Danke. Meine Güte, die Kamera, die macht einen Wirre im Kopf. Aber was kann ich jetzt mit diesem... Ach, ich weiß wofür. Ich kann mir denken, wofür der ist. Darum müssen wir zurück. Das weiß ich so ungefähr. Aber dennoch, kann man solch eine Aussage nicht treffen. Nee. Da bin ich anderer Meinung. Weil, man kann sich auch mal blöd anstellen im Videospielen, das ist so. Kann auch häufiger vorkommen. Muss zwar nicht sein, ist richtig, aber, trotzdem. Finde, was heißt das denn vor allen Dingen so, dass man da denn in dem Punkt nichts mehr wiegen kann, dass es denn langweilig wäre, das ist Quatsch. Ich habe oft Leute gesehen, die gezockt haben, die sich auch blöd angestellt haben. Heißt trotzdem nicht, dass das langweilig wäre. Für mich wäre sowas nicht langweilig. Und ich muss nicht in irgendwelchen Spielen logisch denken. Nee. Das ist echt Quatsch. Nur halt, wenn man irgendwelche Bugs entdeckt oder irgendwie zwischen dem Boden fällt, dann würde ich eher vielleicht logisch denken. Ja. Und eher dann so mir die Frage stellen, warum gewisse Dinge da fehlerhaft sind. Dann würde ich vielleicht drüber nachdenken, aber nicht während man sich nur halt blöd anstellt oder mal nichts findet, da würde ich nicht anfangen so zu denken. Nee, das ist Quatsch. Darum ist es einfach Quatsch und sowas höre ich schon mal gar nicht. Punkt. Naja. Genug davon. Jetzt will ich erstmal hier gucken, wie es hier weitergeht. Lauf, Lara. Einfach nur laufen. Zack. Ja, wir werden heute nicht so viel machen. Ich mache definitiv die Tage dann irgendwann mal weiter. Jetzt habe ich erstmal keine Lust, denn das reicht auch erstmal zu Lara Croft. Ich will auch zu meinem Boot zurückkehren. Aber laufe ich hier gerade echt ein bisschen im Kreis? Oh mein Gott, ey. Und außerdem muss ich nicht so große Spiele wie dieses hier in eine halbe Stunde oder 40 Minuten Parts abonnieren. Das würde ich mir niemals antun. Nee, im Leben nicht. Das wäre mir viel zu langweilig. Entschuldige, aber das wäre mir zu langweilig. Das würde ich höchstens bei einem, keine Ahnung, höchstens bei so einem kleinen Game mal machen. Aber nicht bei sowas. Nee. Tut mir leid, nicht bei sowas, auf gar keinen Fall.
Da kann mich jetzt sonst wer so als unlogischer Typ abstempeln, als Unlogiker. Ja, aber es ist meine Meinung. Und ich denke so von der Logik her. Von der Logik her denke ich so. Da kann mir auch keiner einen Vorwurf machen, ich bin so. Von der Denkweise. Da könnt ihr auch von mir aus ein Dislike oder sowas da lassen, ja. Das ist mir sowas von egal. Weil ich kann auch Argumente mitteilen. Ja, wenn mir jemand erzählen will, was ich sage, ja, ist denn unlogisch, dann seid ihr unlogisch. Punkt. Dann macht das für mich keinen Sinn, was ihr sagt. So sieht's nämlich aus. Und gerne könnt ihr auch in die Kommentare mit mir diskutieren, dann kriegt ihr auch eine Antwort und dann ist die Sache erledigt. Von daher, lange Rede, kurzer Sinn, wenn wir es hinessen, weitermachen. Ja, und gewisse private Dinge, gut, da gebe ich ihm mal recht, aber trotzdem gibt's halt Leute bei YouTube, die ihre privaten Dinge da ja preisgeben, das ist halt so. Und das hat nichts mit Real Life zu tun, ja. Real Life ist nochmal was ganz anderes. Das kann man mir nicht erzählen, dass das so wäre. Ja, und das sind so Sachen. Hallo? Gut, Privatleben geht zwar vor, richtig. Da sag ich auch nichts, aber trotzdem. Trotzdem möchte ich meinen Spaß.